Letzte, weißt du? Was? Nicht verstanden. Wir fangen an. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Holzhammer. Holzhammer ist natürlich mit dem Marschierer. Hallo. Hallo. So, meine Damen und Herren, es ist soweit. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Ob es reicht oder nicht, wir wissen es noch nicht. Ich stehe hier bereit an der Fußmatte. Wir haben es 19.53 Uhr. Um 20 Uhr wird schlafen gegangen. Und dieses mit Sicherheit letzte Mal schlafen gehen wird zeigen, ob es reicht oder nicht für den Sieg. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß es selber nicht. Wie gesagt, wir müssen jetzt noch ein paar Minuten warten, bis wir schlafen gehen können. Und dann sehen wir, welche Felder reif sind. Und demnach wird sich entscheiden, wie lange das Ganze noch geht. Aber ich... Wenn alles gut läuft, ist das hier die letzte Folge. Wenn. Ich weiß es nicht. Ach, das Dreieck brauche ich nicht mehr. Ach, vergiss es. Alter, wie sie alle noch rumfahren, wie die Wilden, ne? Wie die Verrückten. Warte, was macht denn Simon da uns? Oh. Oh. Mit dem Ladewagen gefahren. Oh. Ja, was denn? Wer? Da hinten liegt irgendwo noch ein Dreieck. Ach, Marschierer. Was macht denn Ronda? Ach so, der lädt gerade Dünger auf. Guck mal. Der ist ja spannend. Hallo, lieber Werner. Grüße. Hallo. Ich habe gesehen, du rennst hier gerade mit der Taschenlampe rum. Ja. Siehst du überhaupt was? Also hast du eine Sonnenbrille auf oder ist es finster? Nein, ich wollte eh zu dir rüber. Ich wollte dich auch noch anrufen, fragen. Anrufen, Quatsch hier. Mhm. Könnt ihr noch irgendwo Hilfe brauchen? Tatsächlich nicht. Nein, okay. Also wir haben alles erledigt. Wir könnten einen Abfahrer gebrauchen, vielleicht. Noch nicht. Es ist noch nicht reif alles leider. Also wenn ich euch dann irgendwie helfen kann, Gegenzug natürlich ganz klar wieder gerne einfach Bescheid sagen. Ja, also, sowieso. Ich wollte gerade gucken. Wie gesagt, ich warte eigentlich nur drauf, bis ich vorspulen darf. Na gut, wir sind eben so 2 Minuten jetzt. Naja, deswegen. Sonst, wie läuft's, Ron? Ja, alles gut. Ich hoffe bei dir auch. Ja, ja. Alles oder bei euch. Aber wir können nicht klagen. Nein. Das ist schön. Eier haben wir noch verkauft, hat 10.000 Euro gebracht, super. Hast du jetzt nochmal einen Unimog gekauft? Nee, ich habe den von Uwe geliehen tatsächlich. Okay, cool. Ja, ja. Zwischendrin war mal ein großes Lecker. Ja, vielleicht hat er sich jetzt nochmal einen Unimog gegönnt. Ich hätte es gemacht, ganz ehrlich. Ja, aber nee, haben wir nicht gemacht. Und der Boxer hat sich noch eine Spritze gekauft. Oh, cool. Deswegen hat es geleckt. Er hatte mich vorher bei uns war gefragt, hey, hier Spritze, Jungs. Und ich sag, nee, die ist im Einsatzleiter, die können wir nicht herleihen. Mhm. Und dann haben sie sich eine Ziehspritze, also zum Hinterherziehen, so einen Anhänger gekauft. Okay. Ja, ich habe die Jungs mich gerade vorhin auch mal gefragt, ob wir die vielleicht noch ein bisschen unterstützen können. Mhm. Da werde ich jetzt auch noch schon hochfahren, aber dann habe ich die Zeit gesehen, da war ich dann mal, okay. Ich glaube, das hat sich erledigt. Leider. Ich klick mal, ja. Klick mal auf Nein. Ne, Quatsch. Ich traue mich nicht. Jetzt komm. Es geht los. Es geht wieder los. Ich schau mal kurz mal runter. Ich halte dich nicht mehr auf. In diesem Sinne bin ich wieder weg. Tschüssi. Jo, tschüss, Ron. Bis gleich dann. Tschüss. So, jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Es ist noch nicht reif? Es ist einfach noch nicht reif? Die 14 aber. Ah, oh, nee, nicht ganz. Oh. Bei mir ist das noch gar nichts reif. Nee, bei mir auch nicht. Also so gar nichts halt, ne? Oh, warte, es kommt. Das hinten sieht aber auch noch nicht ganz, müssen wir mal gucken, was jetzt da so schon reif ist oder nicht reif ist. Oh, das untere sieht gut aus. Die 14 ist reif. Die 14 ist reif, Marschierer. Hört sich schon gut an. Jetzt ist die Frage, wie ich da hinkomme, ne? Ah, ich hab die Abkürzung über Ron sein Feld genommen. Ja, dann mach ich alles kaputt. Und? Wie kommt man denn legal auf die 14? Durch den Wald. Hinten rum, meinst du? Ja, durch den Feldweg da, ja. Warte mal, ich muss wieder komplett umdisponieren. Oh, nee, du. Ich glaube, wir kommen wir nicht hinten über den Wald rum? Müssen wir noch schaffen. Ja, über den Wald geht. Komm ich da auch mit dem Drescher rein? Hm,
Also, du weißt, was ich meine, ne? Der Waldkante entlang. Also, der Kartenrand entlang, so muss ich es formulieren. Guck ich aber nochmal nach. Ja, die ist reif, ne? Ist ja warte, das ist ja sehr komisch, ne? Also, bitte. So, wir gucken mal, ob wir da nach hinten kommen. Ich bin ja noch nicht überzeugt, aber... Sieht doch gut aus. Bis jetzt? Oh Gott. Ist das ein Leck? Ja, okay, gut. Ja, ich will halt nicht, weißt du, weil wenn es nicht reicht und ich fahre volle Möhre durch unser normales Feld, dann haben wir hier echt ein Problem. Du kannst dir aber schon mal den LKW schnappen, Marschierer. Und mit der Zugmaschine schon mal herkommen. Wir brauchen nur die Zugmaschine, mehr brauchen wir nicht. Und dann müssen wir gucken, ob das hier reicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kann es nicht sagen. Wir gucken nochmal ganz kurz auf den Stand, wie viel wir brauchen. Erntereif ist es. Wir brauchen 5700 Liter brauchen wir. Bekommen wir 5700 Liter aus diesem Feld raus? Ich weiß es nicht. Mit viel Glück. Ron, moin zusammen, Grüße. Da hinten ist es noch nicht ganz reif. Oh, das sieht nicht gut aus, Marschiere. Boah, ich weiß es nicht. Wir werden jetzt einfach mal ganz in Ruhe dahin dreschen und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Aber ich glaube nicht, dass es reichen wird. Ich glaube es einfach nicht. Hier ist auch noch nicht ganz... Ah gut, jetzt habe ich 1000 Liter drin, ne? Ah, diese Lenkung hier von dem... Aber dann bräuchte ich 5 Bahnen von dem, was ich gerade gemacht habe. Oh, das wird wieder so... Ah, nein! Ich finde das voll unfair, weißt du? Die Zuschauer wissen jetzt genau Bescheid, ob das schon was geworden ist oder nicht. Aber ich... muss sagen, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Wir haben jetzt 1700 Liter. Ich habe ein L reingefahren. Noch ein L? Ah, nicht ganz. Dann werden wir auf 3. Ah, es ist einfach. Ich brauche noch einen Schluck Buttermilch, so. Fährst du jetzt echt außenrum, Marschierer? Ja. Ich werde den gleichen Weg gefahren. Mit dem Drescher bin ich die Strecke aber nicht gefahren. Und es ist tatsächlich genauso, wie ich mir gedacht habe, ne? Dass dieses Feld. Ich weiß, wir wissen natürlich nicht, ob es von den anderen gewollt gewesen wäre, hier noch ein Feld zu kaufen. Aber wir haben es einfach mal gekauft. Am Freitagnachmittag. Weil wir uns gedacht haben, komm, wenn es darauf ankommt, hart auf hart, dann haben wir einfach einen Vorteil. ...3200 Liter Marschierer. Ich bin jetzt einmal außen rumgefahren. Es wird reichen, glaube ich. Mach doch die Anhänger ab. Die braucht doch kein Mensch mehr, Marschierer. 5000 Liter bekommst du locker vorne rein. Oder 6000. Ja und? Ja gut. Also wenn wir jetzt nicht einen Motorschaden haben oder wenn nicht der Sprit ausgeht, sieht's gut aus. Ich hab ein bisschen Herzklopfen, ne? So ein bisschen ist schon... Ein bisschen Anspannung ist schon da. Wir kommen der Sache näher. 4300. Gucken wir ganz kurz nochmal auf den Lagerstand. Also 6000 Liter. 6000 reicht auf alle Fälle. Egal was. Also, wenn da eine 6 unten steht, dann haben wir's. Es. 5-1 und ich habe noch eine Spur nach hinten. Und wir haben fast 10 Minuten in der Video rum. Also, das wird echt noch eine knappe Kiste, Marschierer. Zumal du musst es ja auch noch nach Hause bringen.
Ich würde, Magiera, wirklich, lass die Anhänger da. Das lohnt sich jetzt nicht mehr. Du kannst schon mal zu mir kommen und abtanken. Alter, das kann sich keiner vorstellen. 5, 7, 5, 8, 5, 9. Es muss reichen. Komm ran, Maschira. Ja, ich bin da auch noch. Frau Körn schon am Schild. Ja, aber das, warte mal, 5, 9 müsste reichen. Wir haben 94,3. 94,3 und 5, 9 sind über 100.000. Wie sagen wir das denn jetzt den anderen? Was soll man da jetzt machen? Keine Ahnung. Ich will das jetzt nicht einfach ganz trocken in den Chat reinschreiben, das ist ja böse irgendwie, weißt du? Okay, du bringst das bitte nach Hause. Mach die Plane drüber, nicht, dass irgendwie ein Körnchen noch wegfliegt beim Nachhausefahren, ey. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt vorgehen soll. Maschira, wir gehen unten rein. Wir gehen rein, es wird nicht besser. Um da durchzukommen. Hallo. Welches Feld? Hallo. Hallo. Braucht ihr Hilfe? Welches Feld soll gedroschen werden? Achso, das Sonnenblumenfeld da? Ja, das Sonnenblumenfeld da. Und ich würde hier oben die neuen machen. Am Hof. Ach, das direkt. Hinterm Hof. Oh Gott. Was will ich denn da hinten? Ich will auf meinem Feld rumfahren. Ja. Naja, wie gesagt, ich bin an deinem Feld gerade vorgefahren. Klappt das Schneidwerk aus und wird Gas geben. Außer jemand sagt gleich noch, brauchen wir nicht mehr. Männer! Noch ist es nicht im Lager, habe ich gehört. Maschira fährt mit den letzten 6000 Liter Soja zum Hof. Ich glaube, er verunglückt, ohne ihm jetzt was Böses zu sagen. Ich habe gesagt, mach die Plane zu, nicht, dass was wegfliegt. Wir haben nicht mehr. Eine Meldung an alle Zäune. Meldung an alle Zäune. Mach zu! Also wie schnell können wir jetzt euren Hof blockieren, Jungs? Gebt alles. Ron, Simon, ich zähle auf euch. Ihr seid ja, die Nächsten. Komm, ich bin schon unterwegs hier. Ich fahr weg, ich fahr rüber. Darf ich ganz kurz nochmal, ganz kurz, damit nur zur Sicherheit. Weizen, ja. Gerste, Hafer, Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen, Körnermais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Hackschnitzel, Silage, Gras, Heu, Stroh. Was haben wir noch hier alles drin? Vermehrungsgras, Karotten, Zwiebeln, Strohpellets, Heupellets. Hier, wie heißt es, das, was wir da oben in den Bunker schmeißen, in die Bunker geschmissen haben bei der BGA? Hackschnitzel, Hammer. Hexengut, Hammer. Danke, Hammer. Genau. Haben wir, aber wird nicht angezeigt. Ja, ich weiß, aber... Kommst du vorbei? Achso. Komm du bitte rüber. Ist einfacher. Wie soll ich denn da rankommen? Einfach ja, ich hinfahren. Glaube, dann habt ihr alles. Also ich glaube, ja. Wir können schon mal gratulieren. Also herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns... warte erst noch. Warte, ich stelle mal... Maschira, du kommst hier rauf. Ne? Ich stelle erstmal einen Fan quer in die Straße, weil nicht, dass es noch wer kommt. Wir kommen nur zum Gratulieren vorbei. Ah ja, okay. Maschira, hast du irgendwie Connection lost gerade? Nein, da leckt auch nichts. Hör auf! Nee. Aber Paul, du warst doch der Admin, oder? Wie sieht das aus? Kann erst keiner nachvollziehen, habe ich gehört. Erstmal bannen. Ein Fünfer in die Kasse. Uwe. Nagelbretter auflegen. Ich bräuchte auch einen Luna-Status. Achso, warte. Entschuldigung. Du fährst mit unserem Fahrzeug. Nee, habt ihr eigentlich. Ah, okay, aber warte, ein Quatsch, ich muss den Drescher noch ausklappen, deswegen geht er nicht. Ja, okay. Aha. Das heißt, ich kann mir angucken, wie Maschi das jetzt da reinfährt. Du kannst, also es kann jeder gerne dann in den LKW rein, um sich zu vergewissern, dass ja, alles im Lager ist. Ist also, das traurig. Du hast ja gerade ein Video über das gemacht, oder? Bist du jetzt echt nur dagegen oder gegen gefahren? Wir haben schon eine Chance, Maschi hat sich festgefahren. Oh nein, Maschira. Maschira, warte, was soll Maschira, machst du eine Ehrenrunde? Ich hoffe, du hast ihn die Lohner weggenommen. Das ist doch Boykott hier, das ist doch absolut Boykott. Lass den guten Mann doch abladen. Wer willst du hier drin eigentlich? Es bringt nichts. Was macht ihr jetzt in unserem Lager drin, bitte? Tür auf. Moin. Mach das blaue Ding da weg. Ist das eigentlich euer, den ich da gerade gesagt habe? Ich weiß es nicht. Das ist doch unglaublich. Mit euch. Wer seid ihr eigentlich? Moment. Was macht ihr denn alle hier? Jetzt geht das Tor schon wieder zu. Lass es offen.
Ich hätte nichts sagen sollen, weißt du? Wir hätten einfach reinfahren sollen und gut ist. Einfach gewonnen oder so, aber... Ja, will hier raus. Au, au, au. Mach zu, oh Gott. Oh Gott. Alter, was macht ihr da? Lass doch mal das Ding laufen. Komm rein, Papierer. Wir müssen abladen und dann macht ihr die Türe zu. Der LKW fliegt schon noch durch die Gegend. Weiß nicht, also irgendwie kann ich... Ich habe ihn. Kann man das Tor hier eigentlich zumachen? Lass ihn los! Ja, Paul! Für mich hält das dann alles gewonnen. Los, Marschierer, komm! Nein! Okay, komm. Übelste los, Mittel finden hier statt. Mach Trolle! Wir hatten alle unseren Spaß. Katastrophe. Ich durfte bis nochmal Glas fahren. Ach, guck mal, Marschierer gibt sich sogar noch den Simon sagt das nicht zu laut. Kornschieber, Alter, die Folge ist vorbei, gib Gas! Ach komm, jetzt sei doch mal nicht so. Ja, ich bin nicht so. Ist das alles gewesen? Ist alles. Ey, das verstopft! Nee, ich glaube, das waren nicht 6.000 Liter, das sah eher nach 5.800 aus. Maschia, stell den LKW bitte ab. Jetzt kann jeder den LKW rein und unser Lager begutachten, wenn ihr wollt. Aber es ist alles da. Du wirst einen Videobeweis haben, also... Ja, natürlich. Ne? Ich glaube nicht, dass du den Hate riskierst hier. Nein. Das glaube ich auch nicht. Ein bisschen Vertrauen können wir Werner schon haben, ne? Also ich zeig's jetzt gerade nochmal hier. Es ist alles da. Herzlichen Glückwunsch. Jo. Dankeschön! Ja. Ich habe echt dran gezweifelt, muss ich sagen. Ja? Ja, toll. Und was machen wir jetzt nächste Woche? Was anders aufnehmen, das ist richtig. Gut. Ja. Ich würde sagen, Marschierer und Werner, kommt ihr mal eben. Wohin denn? Willst du jetzt überfahren oder was? Ab mit euch im Mist hier. Ey, ich habe die ganzen Eier noch verkauft, ne? Das habe ich mir nicht nehmen lassen. Gut, die anderen sind jetzt neu dazugekommen. Ja. Ja, wollen wir uns unten nochmal am Ufer treffen, da wo wir quasi angefangen haben. Genau, da wo es angefangen hat. Stellen wir uns nochmal gleich auf, wie vor 207 Folgen. Schwierig, da muss ich irgendwann kurz einen Namen nennen. Am Eierverkauf. Ich weiß gar nicht, wo wir standen. Wir standen hinten rechts, Boxe. Genau. Stell doch nochmal bitte hin für ein Abschlussfoto. Ja, ziemlich. Ich glaube, wir standen hier, oder? Weiß ich nicht. Das ist doch hier. Wir standen hier. Simon, du gehörst auch dazu. Oh, Boxer, du siehst heute aus. Maschira, du kannst auch springen. Ja, ich wusste, dass heute dir da ist. Morgen, wo bist du? Wir haben hier sogar noch immer einen Ball liegen. Roder, kein Ball mehr. Ron? Ja, komm schon. Du brauchst nicht mehr arbeiten. Komm runter hier. Das ist echt schade eigentlich, ey. Warte, ich muss noch ein bisschen zurück, ne? So, nee. Oh mein Gott. Ich hab schnell laufen. Warte. Ach so, und habt ihr das gemacht. Ihr habt euch Feld 14 nochmal kurz gekauft. Ja. Ich hab mich schon ein bisschen gewundert. Tatsächlich ist es so, dass unsere Felder noch nicht reif sind und wir spekulativ am Freitag noch das Feld 14 und 15 gekauft haben, weil da Sojabohnen drauf waren in der weiteren Wachstumsstufe. Ansonsten hätte es nicht geklappt tatsächlich. Das war clever. Ja, es ist wie es ist. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe im letzten Drittel nicht mal dran geglaubt, dass wir das machen, wo ich gehört habe, dass Paul und Marc so ein bisschen Sachen verteilen anfangen. Da war es schwierig. Ich bin tatsächlich absolut überwältigt gewesen, dass es am Mittwoch war tatsächlich, dass alle, also die Verträge, die wir hatten, dass alles erfüllt wurde. Das hat mich sehr überrascht, muss ich wirklich sagen. Aber ja. Und das war natürlich dann so ein bisschen der Schluss. Der Schluss hat es eingeleitet, wo die Sachen da waren von Uwe und von Boxe. Und dann auch von Ron und Simon waren nicht mehr viel, was gefehlt hat. Und ich habe tatsächlich, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, nicht daran gedacht, dass es heute ist. Aber es ist, wie es ist. Es kommt, wie es kommt. Und damit haben wir die Holzer Challenge beendet, muss man sagen. Ist sehr schade, dass der Marc heute nicht dabei ist. Aber wir grüßen auf jeden Fall Marc. Ja, auf jeden Fall. Auch Marc nochmal schöne Grüße. Euch allen vielen herzlichen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Es hat wirklich Spaß gemacht. Auch wenn es nicht immer einfach war mit ein paar hier. Hallo? Weißt du, was du meinst? Bist du dich jetzt angesprochen, Ron, weißt du? Aber es hatte auch mal ein paar hitzige Diskussionen gegeben. Aber es ist eine Challenge. Es ist eine Challenge. Am Ende des Tages muss man sagen, egal ob vor oder nach diesem Projekt, wir verstehen uns alle sehr, sehr gut. Wir spielen alle auch außerhalb dieses Spielstand andere Dinge. Und ihr dürft alles ein bisschen nicht immer zu ernst nehmen, was ihr seht oder was ihr hört. Natürlich steigert man sich in Sachen rein, aber am Ende des Tages können wir ganz gut miteinander, glaube ich, kann man sagen. So, Werner, letzte Frage. Steht das Angebot mit der Million noch?
Wie meinst du? Was? Mit den Hof kaufen. Das Gewinnerteam einkaufen. Uwe, das ist leider zu spät jetzt. Schade, aber ich bin mir gerade mal ein. Ist leider zu spät. Aber, ja. Es ist erledigt, es ist gelaufen. Herzlichen Dank dafür auf alle Fälle. Es wird etwas kommen, es wird ein Nachfolger kommen. Ich glaube, es wäre die beste Variante, wenn ich uns jetzt erstmal eine Woche Urlaub gebe. Und wir uns Gedanken machen können über ein weiteres nachfolgendes Projekt, in welcher Hinsicht auch immer. Und wir euch dann zu passender Zeit mitteilen werden, wann ein weiteres Projekt oder ein Nachfolgeprojekt der Holzer Challenge kommt. Aber wir brechen nichts übers Knie, wir lassen uns da ein bisschen Zeit und hoffen dann, dass wir vielleicht in dieser Besetzung, vielleicht in einer anderen Besetzung mal schauen, dass wir uns dann wiedersehen. Hat noch irgendjemand was zu sagen? Dankeschön. Ich sage auch Dankeschön an die ganzen Zuschauer, die uns ja jedes Mal, egal bei welchem Kanal, immer fleißig die Daumen gedrückt haben und uns immer tatkräftig mit Kommentaren unterstützt haben. Herzlichen Dank dafür. Viele Grüße an die ganzen Spione. Oh ja, die ganzen Spione. Die waren wirklich wichtig in diesem Projekt, muss man sagen. Aber ja. Ich habe gesehen, die waren überall vertreten. Es war mal hier mehr, mal da weniger, aber im Allgemeinen war es, glaube ich, jeder hatte was davon und jeder wollte eigentlich nicht, dass der andere was erfährt, aber irgendwie ist es doch immer durchgesickert. So ist es. Ja, gut, wenn nichts mehr ist, darf ich allgemein nochmal herzlichen Dank fürs Zuschauen sagen. Auch in dieser letzten Folge gilt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns im neuen kommenden Projekt wieder oder auf der Bergischland. Könnt ihr selber entscheiden. Wir sind raus, macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.